Na, das ist doch mal toll. Ein Heimspiel. Auch eine Bahn, die wir heute noch nicht hatten. Daisy's Piste, Whoopi-Doo. Hatten wir allgemein lange nicht mehr. Andererseits, wir hatten allgemein alle Bahnen lange nicht mehr. Also, okay. Von mir aus kam ich gegen den Eifel. Ist mir recht. Hauptsache ist ja eigentlich, dass wir nur noch mal fahren und... super, wie viele Bananen kann man eigentlich da reinlegen, um mich zu ärgern? Hm? Ist das überhaupt legal? Nee, ist es nicht. Ja, super. Gut gemacht, René. Wärst du nicht um mich gewesen, ne? Dann wäre ich aus dem Dach gefahren worden. Okay, egal. Was macht ihr hier? Na toll. Kein Item. Wie immer. Alles ist wie immer, nur schlimmer. Ja, muss mit den berühmten Worten von Bernd dem Brot zu sagen, ne? Ja, was ich sagen wollte, in Zukunft wird es dann wieder ein bisschen normaler weitergehen hier. Hoffe ich jedenfalls. Das heißt, normaler bedeutet, wir werden dann in Zukunft auch wieder mit Kumpel Jesus fahren. Für diejenigen, die das mir ja jetzt schon 100 Mal unter die Videos geschrieben haben oder so. Ja, also rein technisch gesehen müsste das hier das 5. Video dieser Aufnahme werden. Oder das 4. Ja, wahrscheinlich das 4., weil es stimmt. Ist ja, ich schneide ja die Pausen raus, stimmt. Also ist das 4. Video. Ja, toll, wo kommt jetzt die Wolke her? Wer hat mich mit der Wolke gerammt? Wann, wo, wie? Ich will Zahlen, Daten, Fakten. Ich will einen Videobeweis, ja? Da war niemand. Egal. Jedenfalls, ja, also wenn das hier das 4. Video jetzt ist von dieser Aufnahmesession, dann werde ich jetzt wahrscheinlich schon unter 3 Videos vorne dran stehen haben. Ja, wann machst du mal nochmal Mario Kart wie mit deinem anderen Profil oder so? Und wann fährst du mal wieder mit Kumpel Jesus? Und fährst du nochmal mit Kumpel Jesus? Und ich weiß es nicht. Und nur um die Frage zu antworten, nö, mache ich jetzt nicht, weil ihr geht mir auf die Nerven. Doch, natürlich. Ich fahre natürlich irgendwann auch mal wieder mit Kumpel Jesus. Und wahrscheinlich wird das sogar sehr bald der Fall sein. Nur eben nicht jetzt. Ich kann nicht alles gleichzeitig. Verdammt. Ja. Und das dann bei einer Aufnahme, bei einem Termin, eben mehrere Videos entstehen, müsstet ihr mittlerweile gemerkt haben, die Leute, die öfters mal mitfahren. Bin ich echt letzter? Ich bin so gut. Ich hab's drauf. Ich glaube, ich sollte langsam die Sache hier beenden, bevor ich mich noch zu sehr lächerlich mache. Aber ich war immerhin einmal Erster heute, ne? Besser als nix. Wunderschön, wunderschön, immer wieder gerne. Das hier ist die Waluigi Arena. Hatten wir heute auch nicht. Es ist schön. Ihr seid heute extrem kreativ mit der Streckenwahl. Das muss ich euch echt mal zugute halten. Wir hatten nur eine einzige Wiederholung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das war Piazzale Delfino. Und das tut ja nicht weh, weil Piazzale Delfino ist ja meine absolute Lieblingshassbahn. Ich sag's immer wieder, weil ich liebe die Bahn, weil sie extrem cool ist. Und ich hasse die Bahn, weil ich sie absolut nicht kann. Verdammt, ich bin jetzt eigentlich nur außen rumgefahren, weil ich ein Item wollte. Und nicht mal das kriege ich hin. Aber Hauptsache, ich fahre diesen Wario, wer auch immer das war, blass. Och ja, gib mir eine Wolke und nimm mir noch das Item weg. Es ist super. Mario Kart, wie geiles Spiel, oder? Ich habe gebremst, nur um es gesagt zu haben. Egal. Es ist egal, ich werde jetzt eh letzter. Ja, und ich habe mir jetzt überlegt, in der kurzen Pause, die mir jetzt blieb zwischen den Rennen, ja, man sollte jetzt vielleicht drüber nachdenken, ob ich wirklich die Aufnahme beenden will oder ob ich noch irgendwie was anderes machen will oder nicht. Eigentlich, da wir so ewig lange nicht gespielt haben, wäre es ein bisschen fies, jetzt schon aufzuhören. Das ist mir durchaus bewusst. Wir haben jetzt ewig nicht gespielt und so, aber irgendwo sind auch Grenzen meinerseits. Außerdem ist Samstagabend. Ich will heute noch ein bisschen mehr anfangen als nur Mario Kart Wii fahren. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Ich weiß, ich bin sowas von egoistisch. Ich habe ein eigenes Leben. Das geht ja mal gar nicht. Aber es geht eigentlich schon. Und das gönne ich mir auch einfach mal. Und deshalb werden wir jetzt das hier eigentlich prinzipiell einstellen. Also das ist definitiv der letzte Grand Prix für heute. Und der letzte Team Grand Prix. Der ist schon gelaufen, egal. Verdammt, ich habe gedacht, ich krieg das Item noch, wenn ich es... Oh, okay, der Stern kam doch irgendwie in Richtung. Ich habe den Stern eigentlich nur gezündet, weil ich dachte, ich krieg dann noch das Item. Aber so ist natürlich auch gut, ne? Wow. Und weiter geht's. Also, im Moment kommen gerade ein paar coole Items hintereinander weg. Also, Respektvoll. Schieß nicht auf mich, schieß nicht auf mich, schieß bitte nicht auf mich. Wow. Okay. Ich lebe noch. Noch für einen Moment. Ach ja, und er erwischt mich natürlich voll. Da habe ich mich mal einmal vorgeschummelt, ne? Zum ersten Mal im ganzen Rennen. Kurz vor dem Zielen der letzten Runde.
Und dann kriege ich einen blauen Panzer auf 2 ab. Es ist doch zum Kotzen. Ich hasse Mario Kart Wii. Ich hätte Erster sein können, wenn der blaue Panzer nur ein bisschen früher eingeschlagen wäre. Naja, egal. Wenigstens 6er, das sieht nicht ganz so bescheuert aus. Ich habe 7 Punkte. Wuhu. Ja, Sarah, wir beide machen das Schlusslicht hier. Mio macht wie immer die Front zusammen mit. Oh, Passi und Patty. Eigentlich diesmal eher Passi als Patty. Faszinierend. Aber egal. Eine kleine Überraschung habe ich auf jeden Fall noch für euch. Also könnt ihr ruhig dranbleiben. Es geht noch ein bisschen weiter im Video, auch wenn jetzt kein Grand Prix mehr kommt. Also, wartet's ab. Tja, wer hätte damit gerechnet? Okay, wenn wir keinen Grand Prix und keinen Team Grand Prix fahren, bleibt ja so viel nicht mehr übrig. Und tatsächlich sind wir jetzt in der Ballonbalgerei zum ersten Mal wieder seit 100 Jahren. Ich habe mir gedacht, komm, einmal im Leben kann man das ja wohl mal machen. Und ja, wie ihr seht, wir sind unterwegs mit, wow, mit Birdo, Medikart und wir sind mit Automatiksteuerung unterwegs. Das seht ihr zwar nicht, aber ich weiß das, weil ich das eben weiß. Und ja, jetzt können wir uns hier schön verknüpfen und ich bin rot. Ich sollte auf blaue Leute gehen, nehme ich an, ne? Ich hätte mir den Maxi-Pilz vielleicht aufheben sollen, ein bisschen blauen Fahrer sehen, ne? Aber, ja. So, mit Pilzen hat man mir gesagt, könnte man Ballons klauen. Ist das echt immer so lahm? Das kommt mir echt extrem lahm vor, aber egal. Ist ein bisschen doof, ne? Also, egal, egal. Wir sind positiv. Ist hier irgendwo jemand vom blauen Team? Also, ich weiß, einer unserer Mitstreiter hat es geschafft. Wow, der hat auf mich gewartet. Mio, du Schweinehund. Ich will dich umbringen, gib's doch zu. Ja, also einer aus dem gegnerischen Team, einer von unseren Mitfahrern hat's geschafft zu fliehen, bevor das Rennen losging, also bevor der Battle-Modus losging. Offensichtlich kann der den genauso wenig leiden wie ich, oder die Person wollte sowieso gerade Schluss machen. Ja, doch, irgendwer wollte Schluss machen. Mist. Das war jetzt natürlich genial. Hauptsache, ich werde nochmal getroffen. Au. Schön, den habe ich nicht kommen sehen. Irgendwie ist das hier alles ein bisschen doof, oder? Funky Stadion ist viel zu groß, viel zu wenig Items und viel zu wenig Leute hier. Und das, obwohl wir zu 9 sind. Also, das muss man sich mal vor Augen halten. Es ist zu wenig los, obwohl wir zu 9 sind. Ich bin tot und ich habe noch niemanden abgeschossen. Ich bin so unglaublich gut. Ich hab's drauf. Wie Sau. Juhu, aber wenigstens kriege ich einmal in meinem Leben Turbo starten. Ja, toll, was soll ich mit dem Kackpilz des Kackens? Mein Gott. Kann man hier auch irgendwie einen roten Panzer kriegen? Oder drei rote Panzer? Oder drei grüne? Oder irgendwas, womit ich mich wehren kann? Mist. Kommt man an die Items, die da oben sind, überhaupt dran? Ja, jetzt habe ich jemanden gerammt, das hat mir nichts gebracht. Super. Tolles Spiel. Ach, ist das ein Kack hier. Ich weiß, warum ich keinen Battle-Modus spiele. Jetzt habe ich drei rote Panzer und kann niemanden sehen, den ich abschießen könnte. Super. Komm schon, Feiertick-Tack. Stirb. Stirb. Habe ich ihn getroffen? Nö, irgendwie habe ich ihn nicht getroffen. Wie auch immer das möglich ist. Drei roten Panzern. Ah, schön. Es ist herrlich. Ich spiele es doch immer wieder gerne. Mario Kart wie der Battle-Modus. Er ist so herrlich schön toll für den Arsch. Das ist ein Bild für die Götter. Oder ein Fest für die Götter. Oder eine Götterspeise. Oder eine göttliche Komödie. Schön! Ich habe nichts geleistet und es steht 10-10. Ein Punkt von mir hätte das Spiel entschieden. Das ist toll. Ich hab's drauf. Wow. Machen wir weiter mit dem Quatsch hier. Komm schon, mach hin hier. Hopp, hopp, hopp. Schön. Sind wir wieder da? Blockblase oder so? Irgendwas ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Und während wir im Battle-Modus schön weiter voranschreiten, werden die Teilnehmer immer weniger. Wir sind jetzt nur noch zu 7. Das ist nicht schön. Und es werden vermutlich noch viel weniger werden. Irgendwann. Irgendwann bin ich alleine hier. Nee, alleine mit Fire-Tic-Tac, weil Fire-Tic-Tac muss gefälligst mitspielen. Er wollte den Battle-Modus immerhin. Egal. Hätte ja mal treffen können, ausnahmsweise. Irgendwie ist das irgendwie ein bisschen doof. Also die Bahn hier gab es prinzipiell schon auf dem N64. Aber da konnte man die spielen, da hat das Spaß gemacht. Und da war man auch nicht so kack langsam.
Warum ist man hier im Battle-Modus bei Mario Kart wie so scheiß langsam? Und warum sind hier nirgends Gegner? Und warum trifft er mich mit zwei grünen Panzer, während ich andere Leute nicht mit drei roten treffe? Fragen über Fragen. Was will uns das alles sagen? Ganz einfach, der Mario Kart Wii Battle-Modus ist für den Arsch. Aber sowas vor für den Arsch, dass es wehtut. Ja klar, ich habe den Panzer zwar auf den da unten geschossen und nicht auf den da oben, aber egal. Treffen tut er eh nicht, also was soll's. Macht keinen großen Unterschied, würde ich sagen. Was bringt mir ein Maxi-Pilz, wenn nie ein Gegner in meiner Nähe ist? Das ist ein unnötiges Item. War der auch ein Maxi-Pilz oder warum konnte der mich einfach so rammen? Und wo ist mein Panzer hin? Also, ja, yeah, genau. Habe ich schon gesagt, dass der Battle-Modus in Mario Kart wie scheiße ist? Ich glaube schon. Aber egal, man kann es ja einmal in 100 Jahren kann man es ja machen. Auch wenn ich mich nur drüber aufrege, ist egal. Beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit Kumpel Jesus, um es nochmal erwähnt zu haben. Ja, zum zweiten Mal für heute, nur damit Leute es vielleicht auch wirklich dann mitkriegen. Und dann wird auch wieder Mario Kart wie normal gefahren, wenn man Mario Kart wie überhaupt normal fahren kann. Und vielleicht bin ich bis dahin auch wieder ein bisschen besser und kann das Spiel dann so ein klein bisschen. Wäre jedenfalls ganz nett. Von was wurde ich gerade getroffen? Was hat mich gerade getroffen? Mein eigener grüner Panzer kann mich gar nicht treffen und er hat mich auch nicht getroffen. Also was hat mich getroffen? Habe ich jetzt Schaden gekriegt, weil ich da runtergefallen bin? Was hat mich getroffen? Mario Kart Wii, tolles Spiel, ne? Vor allem der Battle-Modus. Habe ich schon erwähnt? Geil, Battle-Modus. Solltet ihr unbedingt spielen, wenn ihr Mario Kart Wii habt. Gibt nichts Besseres. Also, ganz im Ernst. Ah, für den Arsch. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr spielt den zu viert an einer Konsole. Weil das geht ja prinzipiell. Das ist doch dann... Wo sind meine Panzer hin? Wo sind meine drei roten Panzer hin? Ja, also das ist ja dann völlig für den Arsch. Früher konnte man sich, beim N64 zum Beispiel, konnte man sich wunderbar zusammen an die Konsole sitzen und zu zweit, selbst zu zweit hat es Spaß gemacht, Battle-Modus zu spielen. Selbst auf einer Karte wie der hier. Nur, dass die auf dem N64 auch ein bisschen besser war, aber egal. Und was hat der mich jetzt getroffen? Der war nicht unverwundbar und der hatte kein Item. Womit hat er mich getroffen? Warum hat mein roter Panzer ihn nicht getroffen? Was war das jetzt schon wieder? Was ist das für ein Kackspiel? Brauchst du mich gar nicht wieder aufzusetzen, Scheißspiel. Die Runde ist eh vorbei. Hui! Nur um es gesagt zu haben, das war jetzt Absicht. Wirklich. Ich hab's drauf. Ja, weiter. Ja, also was ich eigentlich sagen wollte, bei Mario Kart 64 war es eben so, man konnte das Spiel selbst zu zweit spielen und es hat immer noch Spaß gemacht, weil man konnte sich eben tatsächlich gegenseitig abschießen, so wie das eigentlich auch beim Battle-Modus gedacht ist. Und hier bei Mario Kart Wii kann man zu 12 in so einer Kack-Arena unterwegs sein und es bringt einem überhaupt nichts. Also, macht dann immer noch keinen Sinn. Man findet niemals jemanden, den man irgendwie verhauen oder abschießen kann oder sonst irgendwas. Und selbst wenn man jemanden findet, dann hat man entweder keine Waffe oder man hat eine Waffe und wird von irgendwas getroffen, was man nicht mal vorhersehen konnte, verliert seine Waffe und es ist alles für den Arsch. Ja. Und warum hat das jetzt nicht getroffen? Da hat einer gestanden. Das habe ich gesehen. Der fährt sogar direkt neben mir. Also, warum hat es nicht getroffen? Warum hat das nicht getroffen gerade, was ich gemacht habe? Man weiß es nicht. Naja, egal. Ich habe 3 Punkte, wie auch immer ich das gemacht habe. Au. Ja, das meine ich mit, man kann es nicht vorhersehen. Ich will einen roten Panzer auf ihn schießen, er hat einen Maxi-Pilz. Zack, Ende. Sache vergessen. Keine Diskussion, keine Gnade, keine Chance. Es ist dumm, ja. Also, der Battle-Modus in Mario Kart ist echt völlig für den Arsch. Und man ist viel zu langsam. Ich meine, da braucht man ja ewig, bis man mal irgendwo ankommt. Wow, was machst denn du dafür, komisches Zeug? Warum? Ah, der rote Panzer hat ihn doch getroffen. Gut, okay, dann bin ich ja einverstanden. Ups, der sollte eigentlich nach hinten gehen, die Denkbox. Oh, egal. Au, ich bin tot und jetzt kriege ich 3 rote, oder? Nee, 1 roten. Ja, kommt das Gleiche raus. Jetzt hätte ich mal eine Waffe, mit der ich jemanden angreifen kann und bin tot. Schöne Sache. Und das Tolle ist, man verliert sogar noch einen Punkt, wenn man stirbt. Früher war das so, jeder hatte 3 Ballons und wenn man seinen 3 Ballons verloren hatte, dann war man tot. Und dann ging das so lange weit, bis keiner mehr Ballons hatte. War auch gut. Konnte man gut spielen. Der hat einen Stern. Und das hat man nicht gesehen, nicht gehört. Geil. Und den anderen Typen, über den ich gerade drüber gefahren bin, den habe ich natürlich nicht überfahren können. Obwohl er nicht unverwundbar war und nix. Geil. Und jetzt kommt wieder keiner, ne?
Okay, der war nicht da, also konnte ich nicht treffen. Toller Battle-Modus. Extrem toller Battle-Modus. Hey, ich habe irgendwie einen Ballon geklaut. Wir haben das geschafft. Da war doch gar keiner. Oh, und das war eine Fake-Box. Das könnte man natürlich auch gut erkennen. Naja, egal. Au. Super. Aber immerhin, ich habe 4 Punkte, obwohl ich jetzt schon zweimal getötet wurde. Oder so. Ist auch cool, wie die Bananen hier liegen, so dass man dann gleich am Start auf eine Banane landet. Sehr fair. Ja, und ich treffe natürlich die einzige Banane, die da ist, bei dem Treib. Juhu! 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 Ich kann nicht fahren! Schön. Battle-Modus ist toll, oder? Aber diesmal habe ich wenigstens ein paar Punkte gemacht, ja. Team Blau führt, und das obwohl es nur noch zu dritt sind. Das ist so geil. Das Spiel ist so scheiße. Hey, Team Blau hat gewonnen. Gratulation an Mio, Fire Tic-Tac und Lady Mio. So, Fire Tic-Tac, dein Wunsch wurde erhört, deine Gebete wurden erhört oder was auch immer. Und ja, ich habe dir jetzt hier einen Gefallen getan. Vergiss das niemals. Genau. Ja, und ich bin ernsthaft bedient. Also, das ist ja sowas von grausam. Aber egal. Ich sag mal, danke, das war klasse, Leute. Und ich sage, gute Nacht. Und ich sage, tschüss. Und ja, das war's dann für heute, ne? Also, Leute, Mario Kart Wii, wie gesagt, Kumpel Jesus ist als nächstes fällig. Wann kann ich noch nicht sagen, aber das merkt ihr dann, weil ich euch eine Nachricht schreibe. Und das Nixon-Profil ist jetzt für den Moment erstmal abgefrühstückt. Skype-Special kommt dann irgendwann, wenn ich es mal auf die Reihe kriege, dass das funktioniert. Aber bis dahin soll es das erstmal gewesen sein. Und deshalb sage ich euch jetzt, ciao Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.